Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu unserem Let's Go von unserem lieblichen Evoli. Diesmal war etwas Besonderes, beziehungsweise ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar musste ich den sechsten Part leider verwerfen, weil die MP4-Datei nicht mehr so funktioniert. Und als Entschuldigung erstmal so als Infovideo, dass halt kein sechster Part kommt, in Anführungszeichen, bis jetzt auf dieses kleine Infovideo. Aber der achte Part kommt dann auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall schon fertig geschnitten und so weiter. Und ich habe mir gedacht, weil schon seit 2 Monaten ungefähr mein Pokéball verschimmelt, habe ich mir gedacht, holen wir den uns jetzt einmal. Aber das mache ich auf meinem Hauptkanal, also beziehungsweise auf meinem Hauptspielspeicherstand. Weil da 150 Pokémon gecatcht, da sind wir bei unserem Let's Play noch ein bisschen entfernt. Und hier sind wir gerade in der Azurhöhle. Da habe ich dann Bastianeras gefangen, also... Bah, will ich da nur mal sagen. Weil man da ziemlich gut leveln kann, ist auch die Höhle, wo Mewtwo drin ist. Und zwar, wenn ich jetzt auf Team gehe, ich habe momentan den Pokéball als Controller, muss ich jetzt selber mal schauen, wie das so funktioniert. Wenn man so sieht, ich habe ein Bastianeras gefangen. Wirklich nur ein Bar. Wegen der, wie gesagt, ich habe 150 Pokémon dazu. Dementsprechend habe ich ja mir auch schon Mewtwo und das 151. Mew, das werden wir ins Set holen. Das Schöne ist bei der Azurhöhle, das kommt man erst, wenn man die Arena leider besiegt hat, beziehungsweise das Spiel eigentlich durchgespielt hat, dann hat man hier die Möglichkeit, hier Sachen zu farmen. Das ist nur die Frage. Es ist wegen. Genau. Hier kann man sehr viele goldene Sachen bekommen, um Pokémon halt leichter zu fangen. Immer da, wo so glitzernde Stellen sind. Mit dem Pokéball ist es aber richtig scheiße, das zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich muss mit dem Steuerkreuz meinen Charakter bewegen und gleichzeitig auf dem Steuerkreuz drücken. Also Pokéball ist ziemlich bescheiden. Und ab und zu kriegt man, so wie ich gelesen habe, kann man hier auch einen Masterball bekommen. Also für die Leute, die ein paar Masterball brauchen, kann man hier auf jeden Fall fangen. Schauen, ob hier noch irgendwas ist. Wenn, machen wir dann mit Mew. Und dann wisst ihr ja Bescheid, wie gesagt, ab dem 8. Part, beziehungsweise Florian hat ja schon den 7. Part hochgeladen. Könnt ihr da mal gerne reinschauen. Und dann noch einmal ein kleines Entschuldigung, dass der Part leider verworfen wurde. Es war noch halt der Part mit dem ersten Arena leider, mit Rock und so weiter. Was? Leider? Ja. Und die... Ja, komm, machen wir noch ein paar Filme, dass noch mehr Viecher kommen. Das Problem war halt auch, so wie ich das im 7. Part vom Flo mitgekriegt habe, dann habe ich mir nämlich schon angeschaut, dass wir auch einen Shiny Zubat bekommen haben. Es war wegen ungünstig, aber okay. Na komm. Machen wir es mit Mew jetzt. Und zwar habe ich gelesen, wir müssen auf Communication gehen. Geheimgeschenk, glaube ich. Per Pokéball plus Empfang. Ja, der Freili, gönne ich mir doch. Immer her damit. Dann gib mir mein Mew! Das ist einmal raus, kommt da die frische Luft. Hi! Noch ein kleiner. So, damit hätten wir jetzt 151 Pokémans. Das war's eigentlich auch schon. Und wie gesagt, ab dem 8. Part geht's dann ganz wieder normal weiter. Und ich hoffe, könnt mir verzeihen, dass ich leider einen Part verworfen habe. Von daher, fangen wir noch einen kleinen Stein, weil... Ich darf hier den Pokéball werfen, das ist... Es wird sicherlich was Gutes werden. Immerhin großartig. Bleib drin! Das Video wenigstens schon endet. Also, geht er. Wir haben einen kleinen Stein gefangen. Jetzt darf ich mal Pokéball noch mit einem anderen Pokémon fangen, damit ich wieder ein paar Meltank bei Pokémon Go fangen kann. Yeah! Vor allen Dingen Ebola ist schon Level 100. Ah, liebliches Ebola. Von daher, wir sehen uns im 8. Part oder schaut beim Flo vorbei beim 7. Part. Haut rein, euer Falolinski!